Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich bin sehr gespannt, ob wir es heute schaffen, mit dem Hauptquest weiterzukommen. Das Tal und dann die Ruinen, die sich daran anschließen, sind doch ein Tick weitläufiger gewesen, als ich gedacht habe. Es gab auch deutlich mehr Nebenmissionen, als ich gedacht habe. Ich meine, die Nebenmissionen waren im Endeffekt Spielereien, wenn ich mir überlege. Hier habe ich doch nicht gespeichert, wenn ich mich recht entsinne. Waren wir nicht in irgendeiner Höhle oder in einem Grab? Oder? Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Also es sind natürlich einfach nur Spielereien, diese Nebenquests, wenn ich mir da überlege... Was? Wenn ich mir da überlege... Wo waren wir denn da lang gegangen? Ich glaube hier unten irgendwo. Wenn ich mir überlege, was es für Nebenquests bei Witcher 3 gibt, was so gut ist wie... Also, oder die Nebenquests in Witcher 3 sind ja, wie gesagt, teilweise besser als die Hauptquests in anderen Spielen. So, und die Nebenmissionen, die es hier gibt, sind also einfach nur Spielereien, die relativ schnell gehen, deswegen nehme ich sie gerne mit, aber... wirklich sinnvoll eingebunden oder logisch eingebunden ins Spiel sind sie zum Großteil nicht. Ist halt einfach nur dafür da, um das Spiel irgendwie künstlich zu verlängern, aber wie gesagt, das ist kein Problem. Dafür ist das... Wieso regnet es denn hier drin schon wieder? Ach ja, da fällt mir gerade ein, es gab ein Patch. Der zweite Patch, glaube ich. Ich habe mir auch die Patch Notes mal durchgelesen, aber ich glaube, stand nicht drin, dass man den Schwierigkeitsgrad erhöhen kann. Was ja eigentlich mein großer Wunsch ist. Ja, es geht wieder nicht. Fuck, Mann. Ah, ich will zum Überlebenden werden und nicht der erfahrene Räuber sein. Mist. Aber kann man nichts machen. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann in einem Patch. Wenn ich das Spiel dann durch habe. Genau, hier drin waren wir. Ich bin mir jetzt noch nicht mehr ganz sicher. War das schon abgeschlossen? Also habe ich hier drin, bin ich hier drin nicht weitergekommen und schon wieder zurückgegangen oder halt habe halt gespeichert oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Das werden wir ja gleich rausfinden. Ist unten noch was? Ne. Es gibt so viele Erzadern, es ist echt nicht so, wie ich gedacht habe, dass diese seltenen Erze am Ende mal total wichtig werden. Sind eigentlich nur total wichtig, wenn man ständig irgendwelche Bomben bastelt. Ich verstehe gar nicht so richtig, warum man da dieses Erz braucht, aber okay. Nimm das mit, Lara, das ist total wertvoll. Mann, Mann, Mann. Aber es ist nicht so. Ich habe das voll, das Erz. Kann jetzt wahrscheinlich sogar mehr Erz mitnehmen als am Anfang, aber ich brauche es halt einfach nicht. Warum man diese Bündel Holz nicht mitnehmen kann, verstehe ich auch nicht. Manchmal liegen auf dem Boden so Bündel Holz rum. Die kann man mitnehmen. Das ist dann halt einfach Holz. Füllt quasi das Holzlager von einem auf. Aber die so an der Seite stehen, die kann man irgendwie manchmal nicht, oder kann man halt nicht mitnehmen, wie es gerade eben der Fall war. Es kam immer noch nicht der Hinweis, dass... Was ist das? Irgendwas ganz Altes, Gemaltes? Ich kann nicht wirklich erkennen, was es ist. Könnte ein Baum sein. Oh, es geht gleich hier weiter. Oh, krass. Das ist auf jeden Fall eine Figur, vielleicht so eine Art... Ach, krass, das ist ja geil. Jetzt erkenne ich es. Hier ist ein Schild, das ist ein Mensch. Also ein Krieger, der mit einem Schild gegen einen Stier kämpft. Oh mein Gott, das sieht ja mega geil aus. Das könnten... Und dann die komischen Punkte. Ich weiß nicht, sind das irgend... Und hier unten ist sogar noch eine Formel hingeschrieben. Oder Fick... Was soll das Fick heißen? Oder also mit F-I-G, nicht der... Nicht Fick, mit F-I-C-K. Fick, C-C, ich weiß es nicht. Weil das muss keine Formel sein, sondern einfach nur die Initialen von demjenigen, der das gemalt hat. Das... Durch die Punkte habe ich erst gedacht, dass es vielleicht so eine Art Sternbilder sein sollen, aber ich glaube, es gibt kein Sternbild, was so viele Sterne drin hat. Naja, es. Ich fand es auf jeden Fall sehr faszinierend, das Bild. Gehen wir mal weiter. Ja, das wird einfach. Ich hab's nicht mehr geahnt. Ich hab's letztes Mal gesagt gehabt. Ist wahrscheinlich einfach so ein Grab, das man finden kann, das aber nicht zu diesen optionalen Herausforderungsgräben gehört. Gräben? Ist die Mehrzahl von Gräben? Ich glaube nicht. Die Mehrzahl von Graben, wo man reinfallen kann, der neben der Straße ist, ist glaube ich Gräben. Und die Mehrzahl von Grab, also wo man beerdigt ist, sind Gräber. Bin schlau. Moment, erstmal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt.
Meistens liegt da noch irgendwo eine Schriftrolle rum, die man lesen kann, die eine Geschichte hat, aber scheint nicht der Fall zu sein. Und das Bild kennen wir schon. Ja, das will ich nicht nochmal anschauen. Na gut, dann schauen wir einfach mal rein, was hier drin ist. Ah, antiker Bogen. Da brauchen wir jetzt also auch nur noch einen Teil. Ich habe lange immer das Gefühl, dass wenn wir hier diesen großen Krieg beendet haben, dass wir dann das Spiel durch haben. Also die ganzen Sammelsachen sind fast komplett gefunden. Das wäre natürlich sehr schade, aber wir wussten ja, dass das kein langes Spiel sein wird. Hier haben wir noch eine Ölquelle, das heißt, eigentlich könnte man hier viel Geld machen. Toll, nur eine Erzader, die ich nicht brauche. Muss man auf den ganzen Weg wieder zurückgehen, das war ja gar nicht mal so kurz. Zumal wir auch dieses Seil nicht verwenden können, das hängt zu hoch leider. Alter, die hatten rechts geguckt, war da vielleicht doch noch was? Achso. Die Erzader, die brauchen wir aber nicht. Ja, das Seil hängt zu hoch, das heißt, wir müssen leider den längeren Weg gehen, nämlich den, wo wir einfach jetzt hier hochklettern. Dort ein bisschen länger, mit dem Seil hätten wir uns einfach nach oben ziehen lassen können, von dieser Apparatur, die wir haben. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster raus und sage, das war's jetzt bestimmt mit diesen Höhlen und Gräben, die wir hier finden können. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Eigentlich merkwürdig, dass Lara keine Ausdauer... was ist denn das? Guck mal auf ihre Füße. Was soll das sein? Also erstens ist hier nichts, was so hochspritzen kann, aber zweitens, was spritzt da hoch? Blut oder kann das Blätter sein oder ob das irgendwas nicht ganz zu Ende programmiert worden? Ich würde sagen, es soll irgendwie Blut oder sowas sein. Das sieht sehr merkwürdig aus. Oder Schlamm? Keine Ahnung. Ist das jetzt überall? Oh fuck. Ach so, bestimmt weil es regnet. Ja, das soll auf gar nicht die Schlamm sein. Okay, den Schlamm haben sie richtig scheiße dargestellt. Herzlichen Glückwunsch. Hier oben waren wir schon, ne? So, ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es mehr oder weniger, das heißt mehr oder weniger, dass es das war mit den Höhlen, die wir finden können. Munition findet man echt nicht so viel auf einmal, muss man sagen. Was natürlich auch mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenhängt. Steht hier was dran? Ja. Scheint eine Art Karte zu sein, aber ich kann den Text nicht entziffern. Wir brauchen ernsthaft Griechisch Level 7? Ich meine, Griechisch ist das, was wir am schnellsten, am meisten vorangebracht haben. Oh ne, ich gucke erstmal hier unten lang. War ich da oben schon? Komm ich da überhaupt hin? Ich glaube nicht. Optionales Herausforderungsgrab. Ist es jetzt eins von diesen 1000, in denen ich schon drin war, oder ist es schon wieder ein neues? Das wäre natürlich krass. Ach, hier waren wir schon. Na gut, dann klettern wir einfach hier hoch. Was haben wir denn hier? Oh. Ist auch geil, wie wir einfach so diese wertvollen Sachen von denen klauen. Also, das könnte wahrscheinlich stehen, oder? Wenn das hier in der Kiste drin ist. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Die hatten wohl nichts anderes. Außerdem, eine Eisenmünze kann man auch total schlecht festhalten, um den Nagel damit rauszuziehen. Also wenn der Nagel richtig fest drin ist. Ich meine, es geht schon irgendwie mit Hebelwirkung etc., aber... Oh, wir kommen doch darüber, wie es aussieht. Sehr schön. Nochmal Anlauf. Ich wollte eigentlich sprinten, aber es hat nicht geklappt. Naja, ging auch so. Was gibt's denn hier? Okay, da ist ein Stuhl, geil, aber gibt's noch irgendwas? Das ist ja krass. Nur wegen dem Stuhl?
Wie komme ich denn da jetzt hin? So. Sehr geil. Der beste Platz im Haus. Warum schaut sie denn immer so merkwürdig nach unten? Was macht sie denn mit ihren Händen da? Versteht das nicht? Und wer das macht, das nicht mehr Sinn, diese geile Aussicht zu genießen? Anscheinend nicht. Dann gehen wir halt weiter. Lara keinen Bock hat, hat Lara keinen Bock. Dann hätte trotzdem mal noch was hier oben hinlegen können. Menno. Moment, sehe ich das? Nee, passt schon, passt schon, passt schon. So, jetzt auf zum fast letzten. Oh ne, ich glaube, das ist noch ein weiteres optionales Herausforderungsgrab, was hier irgendwo jetzt rumdümpelt. Da bin ich mir relativ sicher. Also da... Oh, wir haben es geschafft, wir können jetzt in den Turm reingehen. Geil. Also, tatsächlich noch ein Grab, aber da werden wir nirgendwo hinkommen. Also da werden wir nicht hinkommen zu dem Grab, weil vielleicht ist das hier irgendwo, keine Ahnung. Mit dem können wir gar nicht erst reden. So, auf zum Turm! Wuhu! Endlich! Wir können weitergehen. Hauptquest. Wobei, wuhu, möchte ich das wirklich sagen, wuhu? Weil das bedeutet logischerweise, dass wir auch schneller vorbei sind. Schneller vorbei, dass wir schneller durch sind. Deswegen. Vielleicht nicht so geil. Naja, was soll's. Es soll ja auch spannend bleiben. Hallo. Grüße. Na komm, red mal mit ihm. Es heißt, Sophia hätte sie fast erschossen. Sie hatten Glück. Sie trifft sonst nicht auf. Ja, sie hat ja noch nicht geschossen. Deswegen hatte ich kein Glück, sondern... Er hat einfach nicht geschossen, verdammt. Ach, da drüben muss ich hin. Ich habe mich schon gewundert, wo jetzt das Ding ist. Stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das Seil nicht die ganze Zeit gespannt? Also, wollen die nicht zum Turm rüber? Man könnte natürlich sich auch hier in dem Turm verbarrikadieren. In dem Turm verbarrikadieren. Komm ich da hoch? Versuch's mal. Verbarrikadieren und könnte das Seil kaputt machen, dann hat's Trinity ziemlich schwer, oder? Sie anzugreifen. Ja, es klappt. Diesmal bin ich auch nicht erschrocken. Wuhu. Okay, ich weiß nicht, ob das alle hinbekommen, die hier arbeiten oder hier leben in dem Tal. Diese ganze Kletter-Action. Aber wir könnten hier bleiben, ich denke. Trinity wird uns nicht finden. Wir schneiden das Seil noch schnell durch. Wo muss ich denn hin? Nach unten. Crazy, crazy. Aber okay. Was soll's? Wir haben es geschafft. Überall dieser Efeu. Was? Kommt Lara echt hier hoch? Boah, das ist so krass, was die kann. Ich glaube, niemand in der Welt kann wirklich so klettern wie sie. Aber es macht nichts. Muss ja nicht realistisch sein. Ich glaube, das hat schon lange niemand mehr benutzt. Aber wer das benutzt hat oder wer das gebaut hat, dass man so zu dem Turm hinkommt, das ist schon krank auf jeden Fall. Es sei denn natürlich, die haben sich gedacht, okay, das ist Zufall. Ja, wo muss ich denn? Ach, da rüber. Meine Herren, was für Sprünge hier einfach. Und sich dann in der Luft im Springen in diese Kalksteinwände oder was das sein soll. Reinzuhacken mit diesen Steigeisen und wie man die nennt, das ist halt schon krass. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum Lara das machen soll und niemand anderes. Aber man hätte ja vielleicht mal versuchen können, eine Methode dazu bauen, wo man nicht unbedingt ja, fast stirbt oder klettern muss wie Lara. Ölflasche, damit kann ich wohl Brandpfeile machen. Herstellung von Feuerpfeilen. Keine Brandpfeile, sondern Feuerpfeile. Pfeile. Die Ölflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, Sprengladungen und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wählen Sie Feuerpfeile aus, indem Sie mehrmals eins drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Zur Herstellung von Feuerpfeilen benötigen Sie Stoff, Öl und normale Pfeile. Geil. Noch irgendwas hier? Nee. Muss ich einfach noch weiter nach oben? Oh mein Gott!
Ich habe gedacht, das war's jetzt. Ich muss von irgendwo hier draufschießen, aber nein, wir müssen noch weiter nach oben klettern. Das erinnert natürlich extrem stark an Assassin's Creed, also ist natürlich vom Klettern an sich anders gemacht. Aber bei Assassin's Creed ist es ja auch so, dass man diese Türme hochklettern muss oder halt hohe Gebäude und dann ständig um diese Türme oder hohen Gebäude herumgeht, um die Fassade halt. Das ist schon ziemlich geil. Aber ich mag solche Kletter-Action, von daher, ja, das wäre auch der Grund, warum ich Assassin's Creed und Assassin's Creed und Rise of Tomb Raider oder halt einfach Tomb Raider mag. Ach, von hier soll ich schon drauf schießen. Na gut. Handpfeile. Der Pfeil ist aber ganz anders gelassen. Er gelandet in diesem. Danke, Lara. Unsere Leute sind gewarnt. Es gibt ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Wo ganz anders gelandet als geplant. Also ich habe nicht dahin geschossen auf jeden Fall, aber ist schon okay. Aber was noch krasser ist, wer zur Hölle? Mit Öl können sie Feuerpfeile und zerstörerische Handobjekte herstellen. Ah, jetzt weiß ich, warum überall diese scheiß Ölkannen waren. Geil. Auf jeden Fall, was mir gerade so einfällt, wer zur Hölle hat denn dieses Ding da überhaupt draufgebaut? Also steht es einfach schon so lang, dass die das draufgebaut hatten, als der Turm noch komplett ganz war. Und selbst wenn, dann wäre es immer noch schwer, da hochzukommen und das hinzubauen, weil dieses Holzdreieck war ja fast so groß wie die Fläche, auf das dem. Also das Holzdreieck war fast so groß wie die Fläche, auf dem das Holzdreieck stand. Also die Holzpyramide. What the fuck? Wie haben die das da hingebaut? Und wenn diese Holzpyramide wirklich so alt ist, dass der Turm da noch ganz war, dann dürfte das Holz gar nicht mehr stehen, weil es verrottet. Und wenn sie es gebaut haben, erst vor kurzem, als dieser Turm so kaputt war, wie zur Hölle sind die da hochgekommen? Wie haben die das Holz da hochgebracht? Also total unlogisch wieder. Aber egal. Ihr wisst nur, ich muss auf solche Sachen eingehen, ich muss darüber reden, das macht mich alles kaputt. So, unser Kampf steht bevor, unser großer, würde ich sagen. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob das mit dem Herstellen der Pfeile genauso funktioniert. Das wird aber eine lange Rutschpartie. Juhu! Und wo müssen wir jetzt hin, fällt mir gerade so ein? Nächstes Mal vorsichtshalber schon auf die Handfeuerwaffe, nicht, dass wir jetzt irgendjemanden. Ja, immer noch da hoch. Nicht, dass wir irgendjemanden über den Weg laufen, der böse zu uns ist. Oha, und da ist auch jetzt dieser Weg frei. Hallo. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Ah, ich habe die Dinge schon eingesammelt, keine Angst. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her! Weil, wieso muss. Barrikaden! Schnell! Schnell! Wieso musste ich da jetzt hier hochgehen? Achtung! In Deckung bleiben! Rückzug! Bleibt zusammen! Oh Gott, ich bin noch im Sumpf drin. Natürlich rein. Ich glaube, es ist echt egal, wie schnell ich bin oder langsam, also wird sich nichts verändern. Es werden nicht mehr Leute sterben oder überleben. Wenn ihr das Feuer nicht einstellt, seid ihr alle tot. Ihr habt 30 Sekunden. Also wenn ihr jetzt gerade nicht viel erzählt, dann liegt es daran, dass ich hier diese Atmosphäre genieße. Wo ist die göttliche Quelle? Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Da. Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte! Der Atlas! Sie zeigt Ihnen den Weg! Okay, erzähl mir von diesem Atlas! Komm, Gun! Ganz kurz.
ich muss noch was erzählen. Und zwar, warum wollte denn gerade der Jacob nicht, dass wir den Typ da erschießen? Wenn wir das gemacht hätten, dann hätte er erstens nicht gewusst, wo diese Karte ist. Und zweitens wäre dann auch unser Freund, der da erschossen wurde, ganz am Anfang von den drei Personen, die da lagen, wäre nicht erschossen worden. Also, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Sehr, sehr merkwürdig. Egal. Wir machen hier natürlich einen Cut, weil es besonders spannend ist und es ein wunderbarer Cliffhanger ist. Dementsprechend liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Und dann beim nächsten Mal gibt's richtig schön Pumpgun-Action. Eieiei. Bye, bye.